Hi ihr Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Es wird ein Haul-Gleich-Getestet-Video geben und zwar geht es um BH Cosmetics. Ich zeige euch, was ich mir gegönnt habe. Zum einen habe ich mir Marvin Magnificent 15 Color Eyeshadow Palette gegönnt, die wir heute auch unbedingt austesten müssen. Ich habe mein Gesicht soweit schon vorbereitet, bis auf Blush und Highlighter. Wundervoll finde ich sie. Ich wollte sie mir erst im Herbst kaufen, aber ich musste irgendwas in den Warenkorb packen, damit es versandkostenfrei ist. Und ich habe mir diese wundervolle Palette gegönnt. Ich finde das Design auch total süß mit den Sonnenschirmen. Wirklich passend. Erst habe ich gar nicht geblickt, aber jetzt habe ich das erste Mal so richtig drauf geguckt. Und ich muss sagen, mega geile Farben. Diese Farben sind so, so schön, so knallig. Richtig passend in dem Sommer und wirklich, sie machen einen einfach an. Ich bin super gespannt. Ich glaube, 9 Euro hat sie gekostet. Und ja, ich brauche eigentlich keine Lidschattenpaletten mein Leben lang nicht. Aber ja, dazu gab es für mich noch ein Pencil, weil ich musste meinen Warenkorb ja auf 30 Euro aufstocken. Mir haben eigentlich nur noch 50 Cent oder sowas gefehlt. Ich wollte irgendwas in Anspitzer holen, aber der war leider ausverkauft. Dann habe ich irgendwas genommen, was ich auch benutzen kann. Und zwar einen hellen Kajal. Ich glaube, ich habe nicht so viele. Ist die Farbe Nummer Beige. Den werden wir jetzt auch austesten. Ich finde das Design schon mal ganz, ganz schön. Der ist super verschweißt, muss ich sagen. Ich habe auch erst gedacht, nee, brauchst du nicht. Du nimmst einen bunten. Aber ich brauche auch keinen bunten. Da kann ich auch einen Lidschatten mal nehmen, ne? Wenn man so am Wimpernkranz... Und so oft mache ich auch nichts am Wimpernkranz, muss ich ehrlich sagen. Also wenn da neutrale Töne... Ja. Also das waren die Dinge. Hat 37,50 gekostet. Und ja. Wir fangen an mit der Wasserlinie. Mein Auge ist einfach super empfindlich. Lässt sich nichts ändern. Hier ist auch eine Folie, die mache ich aber direkt weg. Man sieht schon den Kajal. Ich würde jetzt nicht unbedingt sagen, dass es die allerbeste Farbabgabe für 9 Euro ist. Aber man sieht auch, dass ich super empfindlich bin. So. Also, eine Kaufempfehlung spreche ich jetzt mal nicht aus, denn es gibt sicherlich günstigeres und besseres. Aber ja, das Packaging und ich dachte ja gut, dann nimmst du es halt. Nimmst halt das. Wir fangen an. Ich habe mein Auge schon geprimed. Ich prime jetzt bei allen Paletten jetzt einfach mal, die ich schon kenne. Immer da, also die ich noch nicht kenne, meine ich mit der hier. Die funktioniert einfach bei jedem Lidschatten. Wenn es fleckig wird, dann ist es sehr außergewöhnlich. Aber so an sich wird es eigentlich meistens nicht fleckig. Ich muss mal eine Uhrzeit sehen. Oh je, oh je. Ich fange an, mein Lid aufzubauen. Ich benutze den hier. Moment mal, ich knick das dann mal. Den hier. Ich hoffe, ihr erkennt das. Den in der Mitte. Und baue es erstmal so ein bisschen auf. Ich mache jetzt auch eher was Natürliches, weil ich eigentlich auch gar keine Zeit habe. Was hast du gemacht, Schatz? Warum hast du die Augen gemacht? Warum? So, einfach eine Übergangsfarbe. Dann könnte ich eigentlich mal eintun. Ja, Schatzi. Ja, ich sehe es, Schatz. Dann benutze ich mal ein bisschen den in der Mitte, den hier. Jetzt bin ich in den Highlighter reingedappt. Den hier. Na, das ist ein bisschen dunkler und trage mir einfach mal eine tolle Übergangsfarbe. Du siehst so schön aus, Mama. Oh, danke, mein Hasi. Dankeschön. So. Also, Pigmentierung ist schon gut. Ich kann nicht meckern. Man sieht auf jeden Fall die Farben. Was will man mehr? Ich trage mir auf jeden Fall eine dunklere Farbe auf. Und zwar dieses hier. Das ist so ein wärmeres. Das ist eigentlich ein Auberginenton. So wie es aussieht halt im Pen. So eine dunkle Aubergine. Hier sind zwei Schimmertöne drin. Wunderschön. Und das hier, ne? Das kann man ja alles aufs Auge packen. Also ich denke nicht,
dass das einen großen Unterschied macht von der Pigmentierung her oder irgendwas. Von daher haben wir genug Schimmer und genug Highlighter. Also genug Highlighter, genug Schimmer für die Augen, genug Matte. Also alles im einen perfekt. Wirklich perfekt. Ausgesprochen gut. So. Dann benutze ich diesen hellen Schimmernden. Der ist super schick. Der hat so einen Unterton. Und trage ihn mir mal in den Innenwinkel auf. Ich brauche dringend mal einen Spiegel dazu. Sehe ich ja gar nichts. Hier so reinpacken. So. Dann gehe ich auch in dieses Roségold rein. Ich mache auch dazu drei verschiedene Looks. Ich meine, das ist eine absolute schöne Herbst-Winter-Sommer-Palette. Ich meine, das kann man das ganze Jahr tragen. Wunderschön pigmentiert. Kann derzeit gar nicht meckern. Also ich finde seine letzte Palette auch gut. Nur konnte ich mit diesem Einhorn-Design einfach nichts anfangen. Es war mir nicht erwachsen genug. Ich habe sie zwar immer noch da, ich habe das Einhorn abgemacht. Jetzt ist schon wesentlich erwachsener. Aber ja, das ist halt wirklich eine wunderschöne, neutrale Palette. Ja, kann man nichts anderes sagen. Mit demselben Pinsel würde ich jetzt in dieses Aubergine hier nochmal reingehen. Und einfach hier am unteren Wimpernkranz noch ein bisschen, ja, ein bisschen Aubergine. So, und dann mit dem unteren Ton, also mit dem hier, den ich auch zum zweiten Übergang genommen habe oder zur Verdunklung nochmal ein bisschen so ausblenden. Der Kajal hält zurzeit immer noch, aber den habe ich ja jetzt erstmal. Also ich würde sagen, es ist einfach ein super schneller Look. Ich hole mal kurz den Eyeliner von BH Cosmetics. Also ich finde ihn jetzt nicht auf die Schnelle. Ich werde jetzt einfach einen ganz, ganz dünnen Lidstrich mit dem hier ziehen. Und ich möchte halt nicht den Pencil jetzt aufmachen, nur um euch das demonstrieren, obwohl ich einen zweiten, also einen offenen von BH Cosmetics habe. Ich muss sagen, die Farbabgabe und auch das Augen-Make-up ist schön. Schön soft, nicht too much, wirklich, wirklich gut. Also ich kann auf jeden Fall mal nicht meckern. Tolle, tolle Ding. Ich mache jetzt die Augen einfach mal fertig. Ich habe einfach ein... Ja, gefällt mir auf jeden Fall gut. Zwar kein dünner Lidstrich, aber es geht auf jeden Fall. Ich werde jetzt noch einmal austesten die Deluxe von LR. Cosmetics, die Wimperntusche, um zu gucken, was die nochmal kann. Das erste Mal hat sie mir sehr, sehr gut gefallen. Deswegen können wir die einfach noch einmal austesten, was sie mit Lidstrich kann. Man sie dann auch sieht, das ist halt oftmals auch das Problem, dass man einfach durch den Lidstrich kaum Wimpern sieht. Ich mag Gummibürstchen persönlich ja kaum. Also man sieht auf jeden Fall ein paar Wimpern. Und es ist eine schöne Mascara. Gefällt mir gut. Solange es mir auch ein bisschen beppige Wimpern macht, aber nicht... Ich trage jetzt gleich nochmal eine Blushbox auf von Catrice. Das wird die auch nochmal testen. Weil ich fand die Blushbox echt toll. Muss ich schon sagen. Und ich habe immer das Gefühl, immer wenn ich in den Vodafone-Shop heute also gehe, habe ich irgendeine Fieberblase, irgendwie extremes Make-up und keine Ahnung was. Ich denke mir immer so, oh mein Gott. Aber gut, also gut, es ist nicht extrem, es ist natürlich, aber trotzdem, der Lidstrichhaut ist sehr dominant. Muss nicht unbedingt sein, ne? So ein dominanter Lidstrich. Ich trage mir das jetzt mit dem Pinsel einfach auf. Und super schicke Farbe. Wirklich eine ganz, ganz tolle, Blushbox von BH Cosmetics. Nicht Quatsch, von Catrice. In der 010 Dolce Vida. Deutsche wieder. So. Großflächig. Ziemlich Wumms in your face. Aber irgendwie liegt der drauf. Keine Ahnung, vielleicht zu viel gepudert, obwohl ich gesprüht habe. Da
Wir tragen nochmal Highlighter auf, aber jetzt in einer feuchten Base. Oh ja. Hello again. Ich sag einfach nur Hello again. Na 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 na. Und dann kommen wir zu meiner Lippenkombi. Einer meiner liebsten Lippenkombis ist ein Lippenstift, ein dunkler Lippenstift. Und dann einen hellen Lippenstift einfach drüber. Dann ist das Nudie und das ist der Tarte's Liquid Lipstick in der Farbe, ich habe keine Ahnung. Meine Lippe ist die Seite total geschwollen. Aktuell. Habe ich da einfach eine Fieberblase. So, dann gucke ich mal in den Spiegel, weil wenn ich das von so einer Entfernung mache, kann das auch scheiße aussehen. Aber es geht. Es geht und sieht gut aus. Der Highlighter haut es wirklich raus. Also wenn man ihn anspricht. So, mein erster Look. Nikolai, mein erster Look ist fertig. Ich bin durchaus zufrieden. Der Glow könnte ein bisschen zurückhaltender heute mal sein, aber irgendwie war es nicht möglich. Aber gut, gefällt mir trotzdem sehr, sehr gut. Auch das Gesamtbild sieht relativ gut aus. Die Augen sind auch wunderschön nude. Also hat auf jeden Fall ein Däumchen mal nach oben verdient. Ich werde sie trotzdem noch zweimal testen, um euch ein absolutes Fazit zu ziehen, ob sich das lohnt, diese Palette zu besitzen oder nicht. Super schick ist ja auf jeden Fall vom Design, auch hat einen großen Spiegel, ne? Und tolle Farben in. Inhaltlich für eine Nude-Tante auf jeden Fall ein Must-Have. So, jetzt verabschiede ich mich, ich muss los. Wir haben 20 vor und ich müsste eigentlich schon 10.000 Dinge geschafft haben, habe ich nicht. Okay, bis Danny, ciao.